Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Kreistagssaal zu unserem Pressegespräch. Neben mir hat Herr Oberbürgermeister Müller von der Stadt Naumburg Platz genommen. Mein Name ist Fritz Ulrich, ich bin der Landrat im Burgenlandkreis und wir haben Sie heute eingeladen hierher, weil die Finanzlage der Naumburger Straßenbahn in einer Diskussion steht, die eine Berichterstattung erforderlich macht und auch eine Positionierung sowohl der Stadt Naumburg als auch des Burgenlandkreises dafür erforderlich ist. Zunächst würde ich gerne voranstellen, dass die Naumburger Straßenbahn sowohl dem Oberbürgermeister als auch mir am Herzen liegt und wir den Fortbetrieb der Straßenbahn im Umfang des jetzigen Angebotes auch über 2024 hinaus wollen. Wir hatten seinerzeit, also vor einigen Monaten, dafür auch Eckpunkte für eine Neuausrichtung der Naumburger Straßenbahn formuliert. Ich hatte die formuliert, die nach wie vor ihre Gültigkeit haben. Ich würde sie gerne am Anfang unseres Gespräches hier noch einmal nennen. Das ist erstens die langfristige finanzielle und organisatorische Sicherung des regelmäßigen Fahrgastbetriebes der Naumburger Straßenbahn. Es ist zweitens die Bindung der heutigen Mitarbeiter der Naumburger Straßenbahn an den Betrieb, insbesondere durch eine bessere Entlohnung, eine gleiche Entlohnung wie zum Beispiel die Mitarbeiter in der Personenverkehrsgesellschaft, also nach dem Tarifvertrag für den Nahverkehr. Es ist drittens der Erhalt des aktuellen Wissens- und Erfahrungsschatzes und des Engagements der bisherigen Experten, die wir dort tätig haben. Und es ist viertens der Erhalt der ehrenamtlichen Aktivitäten beim Verein, den es noch gibt, und ihres Beitrages auch zur Abdeckung, also des Beitrags der Ehrenamtler zur Abdeckung von saisonalen, besonderen Fahrbedarfen. Meine Damen und Herren, es ist keineswegs so, dass die Verhandlungen endgültig gescheitert sind. Wir haben die Verhandlungen aber unterbrochen, weil derzeit keine Einigung über die Frage erzielt werden kann, wie viel Geld die privaten Gesellschafter für den Abkauf ihrer Gesellschaftsanteile erhalten sollen. Die Forderung der privaten Gesellschafter nach sechsstelligen Beträgen bis zu einer Summe von 1,1 Millionen Euro sind im Kreistag und im Gemeinderat, dazu wird der Oberbürgermeister dann noch sprechen, nicht vermittelbar. Es ist im Kreistag nicht ansatzweise eine Mehrheit dafür erkennbar, diese Beträge zum Abkauf der privaten Gesellschafteranteile aufzubringen. Eine derartige Plünderung der Kreiskasse ist ausgeschlossen. Wir müssen bei der objektiven Betrachtung die privaten Interessen der Gesellschafter und die öffentlichen Interessen der Stadtgesellschaft sauber trennen. Wir müssen daher auch die jährlich auflaufenden Defizite der Straßenbahn GmbH für die Aufrechterhaltung des Fahrbetriebes sauber von den Kaufpreisvorstellungen der privaten Gesellschafter trennen. Zunächst will ich die grundsätzliche Bereitschaft des Burgenlandkreises betonen, die jährlichen hohen Verluste der Naumburger Straßenbahn, die ab 2025 zu erwarten sind, auszugleichen. Hierzu gelten aber bestimmte Voraussetzungen. Warum ist das so? Dazu würde ich Ihnen gerne kurz erläutern, wie sich die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs im Burgenlandkreis darstellt. Zunächst, die Finanzierung des Nahverkehrs ist Sache des Burgenlandkreises. Man sagt, der Burgenlandkreis oder generell die Landkreise sind Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs, des ÖPNV. Das heißt, der Burgenlandkreis, und zwar der Kreistag, der sonst hier tagt, entscheidet, welcher Nahverkehr stattfindet und in welchem Umfang. Und er entscheidet auch darüber,
welche Haushaltsmittel dafür zur Verfügung stehen. Und deshalb schauen wir uns auf der ersten Grafik einmal an, welche Haushaltsmittel in einem Planentwurf für 2024 im Burgenlandkreis aufgebracht werden sollen. Wir haben noch keinen Haushaltsplan, darauf ist dann nochmal zu sprechen zu kommen. Wir haben also insgesamt im Plan rund 24,7 Millionen Euro, von denen wir rund 7,5 Millionen Euro vom Land und Bund als Zuschuss erhalten. Alle restlichen Mittel, also das sind dann, wie viel sind es, ich kann es jetzt hier nicht sehen, 17,2 Millionen Euro, sind Eigenmittel, die aus dem Haushalt des Burgenlandkreises aufzubringen sind. Diese erzielen wir durch die sogenannte Kreisumlage. Das heißt, alle Gemeinden im Burgenlandkreis müssen dem Landkreis dafür Geld geben. Wenn wir also künftig mehr Geld für den Nahverkehr ausgeben wollen, müssen das alle Gemeinden im Burgenlandkreis aufbringen oder man kann es auch andersherum sagen, wir müssen es den Gemeinden im Burgenlandkreis wegnehmen. Oder noch anders formuliert, es braucht im Kreistag unter den gewählten Kreisrätinnen und Kreisräten, die ja aus allen Teilen des Burgenlandkreises, nicht nur aus Naumburg kommen, einen Konsens darüber, für die Naumburger Straßenbahn künftig viel Geld zusätzlich zu bezahlen. Das Geld muss sozusagen von Lossa im westlichsten Teil des Burgenlandkreises bis nach Spora im östlichsten Teil des Burgenlandkreises aufgebracht werden. Und dabei ist natürlich auch die Haushaltslage des Burgenlandkreises zu bedenken, aller Landkreise in Sachsen-Anhalt. Wer das heute vielleicht verfolgt hat oder gestern, die ist sehr angespannt. Wir haben hier noch keinen Haushalt 2024 und ich musste auch die Haushaltsberatung, die für März geplant sind, leider wieder abblasen. Wir sind in der vorläufigen Haushaltsführung und uns ist es noch nicht gelungen, einen Haushalt vorzulegen, der ohnehin hohe Defizite haben wird, aber der auch wegen des Streites um die Kreisumlage eben noch in einer Entwicklungsphase sich befindet, weil die Kreisumlage als genau das Finanzierungsinstrument für den öffentlichen Personennahverkehr erodiert. Also hohe Fehlbeträge aller Landkreise, auch im Burgenlandkreis, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Wie ist die Sachlage derzeit? Im Moment ist die Straßenbahn in Naumburg ein privates Unternehmen und entscheidet bisher eigenständig und alleine, welche Aufgaben, welche Angebote sie macht. Die ist nicht Teil des vom Burgenlandkreis beauftragten Nahverkehrs und das hängt auch mit der Wiederaufnahme des Betriebs der Naumburger Straßenbahn weit nach der Wende zusammen mit vier privaten und auch ehrenamtlichen lobenswerten Initiativen, die eben die Naumburger Straßenbahn wieder zu dem gemacht haben, was sie heute ist, dass sie eben auch fährt und viele Fahrgäste hat. Diese Straßenbahn GmbH kommt aber jetzt an eine Grenze und braucht zusätzliche jährliche Gelder. Und hier besteht nun die Forderung von Seiten der Naumburger Straßenbahn, dass diese Verluste der Burgenlandkreis aufbringen soll und dafür also einen, man nennt es Dienstleistungsauftrag, erteilen soll. Schauen wir uns einmal an, welche Steuergelder bisher in die Naumburger Straßenbahn fließen. Wir haben hier eine Grafik, die etwas klein geraten ist, aber Sie sehen ganz links einen Betrag. Können Sie die mal vorlesen? Ich habe die Grafik nicht vor mir. Landesmittel 305.600 Euro. Das sind also 305.000 Euro von den 7,5 Millionen, die wir vom Land als Zuschuss an den ÖPNV erhalten, die wir durchreichen an die Naumburger Straßenbahn. Stadt Naumburg 50.000 Euro. Das ist eine, da wird der Oberbürgermeister noch was sagen, eine freiwillige Leistung der Stadt Naumburg und dann noch 25.000 und ein bisschen was Euro, die wir über die Personenverkehrsgesellschaft im Zusammenhang mit der Aufteilung der, wie nennt sich das? Anerkennung des MTV-Tarifes. Des MTV-Tarifes an die Naumburger Straßenbahn zahlen. Wie müsste die Finanzierung ab 2025 aussehen? Also welche zusätzlichen, neben den schon genannten Beträgen, welche zusätzlichen Verluste wird voraussichtlich die Naumburger Straßenbahn einfahren für die nächsten 10 Jahre?
Warum jetzt 10 Jahre? Weil, wenn wir einen Dienstleistungsauftrag erteilen an die Naumburger Straßenbahn, wir den für 10 Jahre erteilen würden. Und deshalb ist es ja wichtig, wie sich die Verluste entwickeln werden. Wir sehen die hier. Sie beginnen bei rund 300.000 Euro und wachsen dann aufgrund der Annahme, dass wir Personalkostensteigerung von 5% und Sachkostensteigerung, glaube ich, von 3% zugrunde gelegt haben, wachsen dann auf 571.000. Auf eine Schätzung von 571.000 Euro jährlich. Aus meinen Gesprächen mit vielen Fraktionen und Kreisräten weiß ich, dass die Bereitschaft an vielen Stellen vorhanden ist, diese Beträge aufzubringen. Und das, obwohl natürlich auch der Kreistag schaut, welche Kosten entstehen für den Bus- und den Straßenbahnverkehr. Und da haben wir hier eine Grafik, die natürlich verdeutlicht, das ist die nächste, dass die Kosten pro Fahrkilometer im Bereich des Busverkehrs, das ist jetzt auf den gesamten Burgenlandkreis bezogen, nicht nur der Stadtverkehr Naumburg, auch die anderen Stadtverkehre und natürlich auch der Verkehr im ländlichen Raum, pro Fahrplankilometer sich so verhält, wie Sie es jetzt hier sehen. Wir liegen jetzt bei etwas unter 3 Euro pro Fahrplankilometer der BVG und bei 4,75 Euro bei der Straßenbahn. Mit Einführung des Tarifvertrages und der erhöhten Aufwendung ab 2025 bei der Straßenbahn gehen die Kosten noch nach oben. Ja, dann möchte ich gerne auf die Frage eingehen, weil das ja auch eine Rolle spielt in der Diskussion, warum soll sich denn der Landkreis, warum soll sich die Stadt Naumburg an dieser Naumburger Straßenbahngesellschaft beteiligen? Denn wenn man sich nicht beteiligt, müssen wir auch keinen Kaufpreis für Gesellschaftsanteile zahlen. Zunächst erstmal gibt es hier im Kreistag einen Grundsatz, der lautet, öffentlicher Personennahverkehr gehört auch in die öffentliche Hand. Das ist beim Straßenbahnbetrieb nach meiner Kenntnis sogar in ganz Deutschland der Fall, dass jedenfalls mir kein Straßenbahnunternehmen mehr in Deutschland bekannt ist, bei dem ich irgendeine kommunale Beteiligung oder die eines kommunalen Unternehmens stattfindet. Warum wollen wir das im Burgenlandkreis so haben? Da gibt es mehrere Gründe dafür. Zunächst mal, der Kreistag, der die Finanzen zur Verfügung stellen soll, erwartet eine große Transparenz der Kosten, die entstehen. Also nicht einen Blick von außen, die Bitte, legt mal eure Kosten offen, sondern diesen Einblick bekommen wir, wenn wir auch als Gesellschafter alle Rechte haben, um die Finanzen einsehen zu können. Da sind wir eben den Städten und Gemeinden, die das Geld über die Kreisumlage aufbringen, schuldig. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, die Angebote von Bus und Bahn müssen gut aufeinander abgestimmt sein. Das ist jetzt in Naumburg zum Beispiel noch nicht optimal der Fall. Das gelingt aber nur, wenn es nicht ein Gegeneinander oder ein Nebeneinander der beiden Gesellschaften gibt, sondern wenn die Fahrleistung der Straßenbahn und der Busse aus einer Hand erbracht werden können. Deshalb war unsere ursprüngliche Überlegung die, wir gliedern die Naumburger Straßenbahn in die Personenverkehrsgesellschaft ein, dann kann man diese Leistung besonders optimal aus einer Hand erbringen. Aber wir haben auch aus den Gesprächen mit den Gesellschaftern der Naumburger Straßenbahn und dem Geschäft der Geschäftsführung gelernt, wir brauchen auch die Erfahrung der bisherigen Leitung. Wir brauchen auch die ehrenamtlichen Helfer. Und wir wollen dieses Engagement nicht zerstören, sondern erhalten. Und wir sind deshalb dazu gekommen und sind auch bereit, eine gemeinsame Gesellschaft zu sein mit Anteilen von Stadt, Landkreis und von Herrn Messery. Wir haben auch Herrn Plehn angeboten, das ist der andere bisherige Gesellschafter, weiterhin als Geschäftsführer zu arbeiten und selbstverständlich würde er auch einen angemessen dotierten Geschäftsführervertrag haben. Soweit der Stand bisher. Wie geht es jetzt weiter? Zunächst werde ich den Kreistag am 11. März über den Sachstand der Verhandlungen offiziell informieren. Natürlich sind die Fraktionen informiert, aber offiziell in öffentlicher Sitzung informieren,
Der Kreistag hat dann auch die Möglichkeit, am 11. März darüber öffentlich zu debattieren. Das bringt auch nochmal viel Transparenz für alle Interessierten. Und ein weiterer Schritt ist, wir werden jetzt das Land Sachsen-Anhalt mit ins Boot holen. Das Land Sachsen-Anhalt hat sich in der Vergangenheit als großer Unterstützer der Naumburger Straßenbahn erwiesen. Sie haben ja den Betrag von 300.000 Euro gesehen, den wir ja aus Landesmitteln durchreichen an die Naumburger Straßenbahn. So dass ich morgen dazu ein Gespräch mit Verkehrsministerin Dr. Hüskens führen werde und dann die Frage auch aufwerfen werde, ob sich das Land vorstellen kann, sich zum Beispiel auch beim Erwerb der Gesellschafteranteile hier zu beteiligen und fehlende Beträge aufzubringen. Abschließend noch einmal, wir möchten den Fahrbetrieb der Naumburger Straßenbahn in dem heutigen Umfang auch nach 2024 erhalten. Wir sind bereit, ich bin bereit, im Kreistag die entsprechenden Vorlagen vorzulegen, die sich mit den laufenden Verlusten der Gesellschaft beschäftigen, den Kauf der privaten Gesellschafteranteile können wir aus dem Kreishaushalt nicht finanzieren. Dafür gibt es im Kreistag keine Mehrheit. Dafür müssen eben nunmehr andere Unterstützer gewonnen werden. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren Pressevertreterinnen und Pressevertreter, auch von meiner Seite noch ein herzliches Willkommen. Und ich bin dankbar dafür, dass mich Landrat Götz-Ulrich zu dieser heutigen Presserunde eingeladen hat, um auch meine Sichtweise als Naumburger Oberbürgermeister hier nochmal deutlich und klar zu machen. Und lieber Götz-Ulrich, ich würde sogar noch eins draufsetzen. Der Landrat hat am Anfang gesprochen, der Erhalt, der Weiterbetrieb der Naumburger Straßenbahn ist eine Herzenssache für uns. Ich drücke es ein bisschen pathetischer aus. Die Naumburger Straßenbahn gehört zu Naumburg wie der Dom oder unsere Stadtkirche St. Wenzel mit Hildebrandorgel. So weit würde ich sogar gehen. Ich selbst arbeite jetzt zwischenzeitlich 25 Jahre in der Naumburger Stadtverwaltung und habe vor meinem beruflichen Hintergrund in meinen ersten Jahren sehr viel mit der Naumburger Straßenbahn zu tun gehabt. Ich bin von Hause aus Stadt- und Verkehrsplaner und war der städtische Mitarbeiter, der letztendlich maßgeblich für die Reaktivierung der Naumburger Straße so um das Jahr 2000 zuständig war in der Verwaltung. Wir haben das seinerzeit über die Landesinitiative Urban 21 hingekriegt und viele von Ihnen wissen ja noch, dass der Betrieb der Naumburger Straßenbahn im Jahr 1992 eingestellt wurde und letztendlich nur noch ein rudimentäres Stück am Anfang übrig geblieben ist vom heutigen Straßenbahndepot entlang des Marienrings, 400 Meter und zurück. Das war letztendlich der Zustand, den ich vorgefunden habe. Und es ist uns gelungen, über diese Landesinitiative einen Streckenabschnitt nach dem anderen wieder aufzubauen, ohne abschließend zu wissen, wie geht es denn irgendwann mal auch weiter mit der Naumburger Straßenbahn. Wir hatten aber die Vision, dass diese historische Straßenbahn irgendwann mal wieder täglich verkehren sollte und auch in einem ÖPNV wiederkehren sollte. In Naumburg seit über 100 Jahren, der die Straßenbahn im Gegensatz zu unseren Nachbarstädten im Burgenlandkreis das historische Nahverkehrsmittel, das ja letztendlich auch zu DDR-Zeiten viele Menschen zum Naumburger Hauptbahnhof gebracht hat, von der zentralen, von der Innenstadt her. Wir haben seit 2000 rum dann als Stadt Naumburg, der die Gleisinfrastruktur und auch das Straßenbahndepot gehört, das möchte ich hier nochmal eindeutig betonen, also Eigentümer des kompletten Netzes, der Gleisinfrastruktur, Fahrleitungsinfrastruktur und letztendlich das Depot ist die Stadt Naumburg. Wir haben in den letzten 25 Jahren insgesamt rund 5 Millionen investiert, natürlich auch mit Fördermitteln des Landes, aber letztendlich sind 5 Millionen in die Infrastruktur reingeflossen. Das letzte große Projekt war das Straßenbahndepot, wo wir in den letzten zwei Jahren ja die Gebäude gemacht haben. In diesem Jahr machen wir auch noch den Innenbereich der Straßenbahn. Allein das sind jetzt in den letzten zwei Jahren über 1 Million, die hier investiert wurde. Das heißt, für uns steht die Naumburger Straßenbahn als das wichtigste
Nahverkehrsmittel von der zentralen Innenstadt zum Bahnhof runter, auf einer ganz kurzen Strecke auch. Und letztendlich aber auch der Busverkehr, der ja über die PVG dann abgewickelt wird. Seit 2007, ich habe es gesagt, wieder der tägliche Verkehr und von Jahr zu Jahr sind bei der Naumburger Straßenbahn steigende Fahrgastzahlen zu verzeichnen. Im letzten Jahr waren sogar knapp 240.000 Fahrgäste, die letztendlich mit der Straßenbahn auf dieser nur 2,8 Kilometer langen Strecke ja dann letztendlich gefahren sind. Und ich denke, auch da erzähle ich nichts Unbekanntes. Die Straßenbahnfahrer und Fahrerinnen sind oft auch für viele Gäste, Touristen in der Stadt die erste Ansprechperson, die schon Tipps gibt, die erste Visitenkarte in der Stadt irgendwo darstellen und eine sehr, sehr gute Arbeit für uns machen in einer Touristenstadt wie Naumburg mit diesem Welterbe-Monument Naumburger Dom. Unser Ansatz war, dass wir mit diesem, so wie es Götz Ulrich ausgeführt hat, öffentlichen Dienstleistungsauftrag eigentlich langfristig den Weiterbetrieb, den Fortbestand der Naumburger Straßenbahn auf sichere Beine stellen. Götz Ulrich hat ausgeführt, 10 Jahre läuft in der Regel so ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag und die 3, 4 Eckpunkte hat er ja genannt. Vor allem ging es und geht es nach wie vor darum, dass also auch all diejenigen, die im Unternehmen beschäftigt sind, tarifgerechte Löhne bezahlt bekommen sollen. Also das war unser Ausgangspunkt, warum wir uns zusammengesetzt haben und natürlich der Ausgangspunkt, langfristig diese Straßenbahn sicherzustellen. Und also ich kann Ihnen sagen, dass wir mit Sicherheit alle enttäuscht sind, dass es uns jetzt in den vielen, vielen Monaten der Verhandlungen nicht gelungen ist, jetzt zunächst mal ein Vertragswerk hinzubekommen, dass wir einen Konsens irgendwo zusammenstricken, zusammenbekommen und alle irgendwo zufrieden machen mit diesem Vertragswerk. Ziel muss natürlich sein, Götz Ulrich hat auch das gesagt, dass wir weiter verhandeln, weiter gesprächsbereit sind und versuchen, hier Lösungen zu finden. Die Stadt Naumburg hat neben dieser Infrastruktur, die sie hier saniert hat bzw. ausgebaut hat, ich habe mir das nochmal zuarbeiten lassen, seit 2011 bis zum heutigen Tag an Zuschüssen für die ungedeckten Kosten der Straßenbahn, also das Defizit letztendlich, das übrig geblieben ist, 385.300 Euro an die Straßenbahn ausbezahlt. Und auch Götz Ulrich, der Landrat, hat es gesagt, das waren alles freiwillige Leistungen letztendlich der Stadt Naumburg, zu der die Stadt nicht verpflichtet gewesen wäre, die wir aber letztendlich dann gerne bereitgestellt haben, also auch der Naumburger Gemeinderat, um letztendlich diese Straßenbahnfahrten mit diesen historischen Wagen sicherzustellen und dieses Defizit auszugleichen. Wir haben im vergangenen Jahr 23 insgesamt über die 25.000 Euro, die wir quasi vertraglich über mehrere Jahre vereinbart haben, eine weitere Zahlung von 32.700 geleistet, also 57.700 Euro. Und im Jahr 24 sind es neben den vereinbarten 25 weitere 25, also die schon erwähnten 50.000 Euro, die wir hier bereitstellen. Ich denke aber, es ist für alle nachvollziehbar, dass wenn wir über einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag und über Summen von weit über 300.000 Euro bis 500.000 Euro reden, letztendlich als Stadt nie und nimmer solche Summen finanzieren können. Und auch das möchte ich nochmal unterstreichen. Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr ist nicht die Stadt Naumburg, sondern der Burgenlandkreis, also ganz klar in der Verantwortung des Kreises. Wir waren uns bei den ganzen Gesprächen zum Böder einig, dass in dieser neuen Straßenbahngesellschaft GmbH aber die Stadt Naumburg vertreten sein muss, weil wir letztendlich nach wie vor ganz klar signalisiert haben, dass wir für die Infrastruktur verantwortlich sind. Das heißt also für den Ausbau, für den Erhalt des Streckennetzes, des Depots, haben wir gesagt, wollen wir 10% Anteile in dieser Gesellschaft als Stadt haben und haben das also als unseren Beitrag gesehen. Und ich denke, in dieser Dreierkonstellation, in den Gesprächen mit unseren Anwälten und Kollegen aus den Verwaltungen sind wir auf der Straßenbahn GmbH schon sehr weit entgegengekommen, indem wir gesagt haben, es sind also auch private Gesellschafter in so einem Unternehmen mit für uns denkbar.
Letztendlich würden aber diese 10% Anteile, wenn es also auch noch eine Kaufsumme geben sollten, dann anteilig auch nochmal eine stattliche Summe auf die Stadt zukommen würden, wo ich in der heutigen Haushaltssituation und Haushaltslage sage, das wird schwer, das finanziell darzustellen. Von daher begrüße ich außerordentlich den Schritt, den Landrat Götz-Ulrich gerade erwähnt und ausgesprochen hat, dass wir den Weg auch zum Land nochmal suchen. Und ich kann heute nur sagen, es gibt im Naumburger Gemeinderat eine große Bekenntnis, eine große Unterstützung zur Naumburger Straßenbahn. Aber wie gesagt, über die finanziellen Zahlungen, die wir in den letzten Jahren geleistet haben und über die Aussage hinaus, wir investieren weiter in die Infrastruktur. Darüber hinaus kann ich keine Zusagen heute machen, dass die Stadt also hier weitere Defizite in Größenordnungen finanzieren kann. Ein letzter Satz von mir, ich denke, es ist für die Zukunft der Straßenbahn unausweichlich, einen ÖDA letztendlich auf den Weg zu bringen. Nur über den ÖDA, denke ich, können wir den Weiterbetrieb der Straßenbahn auch langfristig sichern und auch letztendlich dafür sorgen, dass wir zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch einen zufriedenen Geschäftsführer haben. Also das steht für mich nach wie vor mit ganz oben, dass wir dieses Ziel weiterverfolgen. Es ist jetzt, wie gesagt, schade, dass vorerst unsere ganzen Verhandlungen fehlgeschlagen sind, aber ich denke, wir haben alle auch im Sinne unserer Mitbürgerinnen und Mitmenschen in Naumburg und im Kreis ganz klar die Aufgabe versuchen, dann im Laufe dieses Jahres auch noch einen wie auch immer gearteten Kompromiss, eine wie immer geartete Lösung hinzubekommen. Und ich wiederhole mich, wir sind hier auf jeden Fall auch von städtischer Seite gesprächsbereit und ich möchte mich hier auch ausdrücklich bei Landrat Götz-Ulrich und dem Burgenlandkreis bedanken, der federführend diese ganzen Verhandlungen mitgeführt hat und aus meiner Sicht waren das auch die ganze Zeit über Verhandlungen auf Augenhöhe. Danke. Soweit mein Zins. Herr Oberbürgermeister Müller. Ja, vielen Dank. Jetzt wäre Zeit, Ihre Fragen, wenn Sie kurz sagen, wer Sie sind und für welches Medium. Gut, Herr Bolzer. Harald Bolzer, noch guten Tag, NZ. Mich haben zwei Ausführungen von Ihnen, Herrn Ulrich, gewundert. Erstens, dass Sie so stark betont haben, dass eine Ausgabe hier in Naumburg auch in Lossa mitbezahlt werden würde. Weil ist es nicht so, dass jede Ausgabe, die Sie punktuell als Landkreis treffen, wenn Sie in Infrastruktur, in Tourismus, in Memleben investieren, bezahlt das immer der Zeitzer oder Teisener mit. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Da wundere ich mich, warum Sie das hier so betonen, wenn ich das ansonsten, vielleicht habe ich es sonst so überhört, eher nicht so betont. Aber das eher am Rande. Das Zweite. Ist das eine Frage? Nee, das waren die zwei Sachen, über die ich mich wundere. Darf ich da was dazu sagen? Ja, sehr gerne. Also wir müssen ja unterscheiden zwischen den Aufgaben im eigenen Wirkungskreis und im übertragenen Wirkungskreis. Und ich spreche ja jetzt hier insbesondere im Bereich der Jugendhilfe und des öffentlichen Personennahverkehrs und der Schulverwaltung. Über die drei großen Aufgaben des eigenen Wirkungskreises, die über die Kreisumlage finanziert werden. Nicht alles, was im Kreishaushalt ausgegeben wird, bei weitem nicht alles, wird ja über die Kreisumlage finanziert. Aber eben ganz besonders der ÖPNV. Deshalb spielt das schon hier eine Rolle. Und weil wir auch gerade diese erheblichen Rechtsstreitigkeiten haben. Sie haben das vielleicht verfolgt, was bei der Kreisumlage los ist. Deshalb müssen wir da drauf achten. Und der zweite Grund ist, dass natürlich es einen nicht unwesentlichen Druck auch vom ländlichen Raum gibt, die Forderung aufzumachen, im ländlichen Raum außerhalb der drei Stadtverkehre von Naumburg, Weißenfels und Zeitz den öffentlichen Personennahverkehr zu verdichten, mehr Angebote zu machen. Und insofern spielt das schon eine große Rolle. Auch die anderen ländlich strukturierten Gemeinden, die zur Finanzierung beitragen, dafür zu gewinnen, diese Naumburger Straßenbahn zu erhalten. Okay. Gut. Das Zweite, was mich gewundert hatte, Sie hatten an den ersten Teil gewundert hatte, da ging es ja vor allem um den Kauf. Da klang das für mich zunächst so, als wäre das die von allen präferierte Variante und es scheitert jetzt praktisch an diesem Kaufpreis. Nun ist es ja aber so, dass die Straßenbahn noch gar nicht verkaufen wollen. Das ist ja für die nur Plan C, den sie jetzt am Ende
naja, zugestimmt haben, weil alles andere eben nicht funktioniert hat. Wollen tun die das ja gar nicht. Also ich habe mit Herrn Prehm 100 Mal in den letzten 10 Jahren telefoniert und das letzte Mal vor 2 Stunden, wo er das nochmal gesagt hat. Die wollen, das ist ja nicht deren Wille. Was die gern eigentlich hätten, ist dann das, was sie später ausgeführt haben, dass sie praktisch so weitermachen wie bisher und der Burgenlandkreis trägt dieses Defizit, wo sie ja auch, wie sie gesagt haben, als Burgenlandkreis auch die Kreisräte denken, hinter sich zu haben, das tun würden. Und dann haben sie aber ja ausgeführt mit 3 Punkten, warum der ÖPNV in die öffentliche Hand gehört. Da haben sie erstens gesagt, das wäre hier so ein Grundsatz, das klingt für mich wie, haben wir schon immer so gemacht, machen wir weiter. Dann haben sie 2 Argumente dafür genannt. Erstens, dass der Kreistag transparent bei den Kosten erwartet. Für mich nachvollziehbar, frage ich mich aber, haben Sie einen Hinweis oder einen Anlass, dass die Naumburger Straßenbahner da nicht transparent sein könnten in Zukunft? Sie wollen diese Transparenz bei den Kosten und sagen, die haben wir nur, wenn wir auch Gesellschafter sind. Das klingt ein bisschen wie ein Misstrauen. Ich könnte nachvollziehen, wenn Sie sagen, wir wollen dort Gesellschafter werden, wenn das eine Gesellschaft werden, die insolvent ist, wo schon 5-mal der Geschäftsführer gewechselt hat, die einfach so rumwurschteln, wo man sagt, da gehen wir jetzt mal als Kreis rein und bringen da mal Ordnung rein, wenn wir schon Gesellschafter sind. Aber diese Straßenbahn ist ja nun ein riesiges Erfolgsmodell. Woher dieses Misstrauen, dass man da vielleicht keine Transparenz bei den Kosten erhalten würde, wenn man da 300.000 bis 500.000 Euro in Zukunft hinschieben würde. Zweites Argument, was Sie genannt haben, war, dass es bisher möglicherweise nur ein Gegeneinander oder Nebeneinander von Bus und Bahn gab. Also wenn das Herr Plehn jetzt hier hören würde, dann müssten Sie Angst um Ihre Gurgel haben, weil Herr Plehn der Ansicht ist, dass die Straßenbahn immer dafür geworben hat, dass es eine bessere Verzahnung von Bus und Straßenbahn in Naumburg gab. Zum Beispiel hatten die Straßenbahner ja, als es um die Erweiterung der Straßenbahn ging, da dieses große Konzept aufgestellt, wo auch viele Vorschläge, da hatten die Straßenbahner sehr, sehr stark den Eindruck, dass das beim Burgenlandkreis nicht auf offene Ohren gestoßen ist, obwohl man sich da ja sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, eine bessere Verzahnung von Bus und Bahn auf Papier zu bekommen. Können Sie vielleicht da was dazu sagen? Kurzfristig war es ja letztens so, ich saß ja bei Herrn Böhmler im Büro, da wurde der Naumburger Stadtverkehr im Detail geändert. War für mich auch nachvollziehbar. Was ich nicht wusste, ist, dass die Straßenbahner davon überrascht wurden. Die haben das aus der Zeitung erfahren und haben gesagt, das ist ein Scherz. Da sagt Herr Plehn, wir hätten sogar informiert werden müssen eigentlich. Das legen wir jetzt mal nicht auf die Goldwaage, aber es hätte sich gehört, dass wir davon informiert werden. Das ist jetzt dieser Punkt, wo ich dieses, es darf nicht, also ein Mit- oder ein Gegeneinander darf es nicht geben und es funktioniert nur, wenn wir eine Gesellschaft sind, wenn doch möglicherweise dieses Mit- oder dieses Gegeneinander gar nicht bisher an den Straßenbahnen lag. Dann nehmen Sie ja jetzt oder setzen Sie ja jetzt sehr stark die Brille der Naumburger Straßenbahn auf. Ja, das fragt Sie ja. Die haben ja, ja schon das gehört. War jetzt nicht nur eine Frage, sondern das war ja auch ein Statement, dass Sie damit sehr stark verbinden, aber ich antworte dann trotzdem gerne drauf. Ja. Es gibt natürlich Vorstellungen, die die Naumburger Straßenbahn als privates Unternehmen erzeugt hat, wie Bus- und Bahnverkehr zusammenspielen sollen. Mhm. Das ist aber nur die Sichtweise der Naumburger Straßenbahn. Es gibt natürlich auch eine Sichtweise der Personenverkehrsgesellschaft dazu und das ist nicht immer deckungsgleich. Das zusammenzubringen gelingt nicht, indem jetzt einer eine selbstständige Gesellschaft und der andere unterschiedliche Vorschläge machen, sondern die müssen wir zusammenbringen. Und da ist unser Konstrukt, dass wir eben in dieser Naumburger Straßenbahngesellschaft, das ist sogar ein Vorschlag der Naumburger Straßenbahn, ein Nahverkehrsbeirat oder das heißt etwas anderes, ÖPNV-Beirat, dort initiieren, der sich speziell mit dem Thema auch des Stadtverkehrs beschäftigt. Aber am Ende ist klar, muss der Burgenlandkreis das immer finanzieren. Und dabei muss sowohl die Finanzierung und die Frage, wie viele Fahrgäste die Naumburger Straßenbahn künftig hat, im Auge behalten werden, als auch, wie es beim Busverkehr aussieht. Es geht nicht, dass man sozusagen nur die guten und lukrativen Strecken bei der Straßenbahn und die weniger lukrativen beim Bus platziert, sondern es bedarf eines Miteinanders und insgesamt einer möglichst wirtschaftlichen gemeinsamen Betrachtung. Und das gelingt, glaube ich, am besten, wenn man das auch
nicht in einer Gesellschaft, davon sind wir ja jetzt abgekommen, aber die Gesellschaft der PVG als Gesellschafter der Naumburger Straßenbahn mittun. Wir haben ja ursprünglich gesagt, wir würden es gerne in einer Gesellschaft machen. Davon sind wir jetzt abgekommen, um die Expertise der Naumburger Straßenbahn möglichst umfassend zu erhalten. Ja. Der erste Punkt, die erste Frage noch, die Sie gestellt haben, bezog sich jetzt auf, wissen wir nochmal, auf die Kosten, auf die Kostentransparenz, dass Sie gesagt haben, die halten wir nur, wenn wir Gesellschaft sind. Genau, also wir haben ja bis zum heutigen Zeitpunkt keinen vollständigen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Naumburger Straßenbahn. Die wollen wir das, dass Sie den nicht bekommen haben? Ist das jetzt eine Kritik? Ich stelle das jetzt erstmal fest, nach diesen langen Gesprächen haben wir die jetzt noch nicht vollständig. Im nächsten Schritt der Gespräche würde man die vielleicht bekommen. Es ist aber was anderes, als ob ich nur einen Jahresabschluss vorlege mit einem Defizit, das wir dann ausgleichen sollen, oder ob ich als Gesellschafter die Möglichkeit habe, da sehr tief in die Bücher reinzugucken und die Ursachen für dieses und jenes auch genauer in Erfahrung zu bringen. Und wenn wir also öffentliche Mittel der Städte und Gemeinden in die Straßenbahn investieren wollen für den ÖPNV, dann glaube ich, ist es gerecht und legitim zu sagen, wir wollen da genau wissen, so genau wie in der PVG, wofür die Gelder genau ausgegeben werden. Nicht nur ein Überblick, den wir am Jahresende bekommen. Und da ist die Gesellschafterstellung eine ganz andere Sache als eine vertragliche Regelung von außen. Deshalb ist es eben eine breite Mehrheit im Kreistag, die sagt, wir wollen und erwarten, dass wir eben auch in diese Gesellschafterstellung der Naumburger Straßenbahn kommen. Nur mit einem Auftrag nach außen, fahrt mal und wir bezahlen, ist es dann eben nicht getan. Aber wenn angenommen, es gäbe bis Ende des Jahres keine Lösung, das Land springt jetzt nicht als Samariter ein, wäre das dann aber so eine Möglichkeit, um überhaupt die Straßenbahn zu retten, dass Sie sagen, okay, wir bilden eben nicht diese Gesellschaft, wir erhalten aber eine Zusage, dass wir ganz tief in diese Bücher jährlich hineinschauen dürfen. Das ist vertragliche Bedingung und es gibt auch als vertragliche Bedingung, dass eben eine Verzahnung mit Bus und Bahn, dass also ein Beirat gebildet wird. Wäre das dann für Sie trotzdem möglich oder lehnen Sie das völlig kategorisch ab? Also es geht jetzt hier nicht um meine persönliche Position, sondern ich vertrete jetzt hier die Meinung des Kreistages. Abgestimmt mit sehr vielen Kreisräten und mit den Kreistagsfraktionen. Und der Kreistag erwartet, wenn so viel Geld jährlich an Verlustausgleich fließt, eine höchstmögliche Transparenz. Und diese höchstmögliche Transparenz ist durch die Gesellschafterstellung zu erwirken. Dafür muss es nicht nur hundertprozentige Gesellschafterstellung geben, davon sind wir ja abgerückt, sondern sind bereit, die oder einen privaten Gesellschafter oder auch von mir aus mehrere, das war jetzt die Entscheidung von Ihnen, zu sagen, der soll es jetzt sein, aufzunehmen. Die Stadt Naumburg hat großes Interesse an einer Mitgesellschafterstellung, weil sie für die Infrastruktur sich verantwortlich fühlt und da sind wir auch sehr dankbar dafür, dass sie diese Aufgabe weiter übernehmen will und ich glaube, auch um auf der Augenhöhe mit der Stadt Naumburg zu sein und nicht eine Gesellschaft dann zu haben, die vielleicht Forderungen aufmacht, die der Infrastrukturinhaber nicht lösen kann oder die wir nicht lösen können, bedarf es dieses Miteinanders in der Gesellschaft und nicht von außen kommt jemand, der uns dann, wir diskutieren ja jetzt schon über die Frage, Viertelstundentakt oder Halbstundentakt. Ja, also wir haben ja jetzt in der Formulierung auch, der jetzige Betrieb der Naumburger Straßenbahn im Halbstundentakt, das müssen wir ja auch über die Gesellschaft steuern dürfen und nicht von außen immer die Forderung bekommen, wir sollen noch mehr leisten, weil für uns ist das als Landkreis natürlich ein riesiges Thema, wenn wir hier einen Stadtverkehr in Naumburg völlig ändern und hier einen Viertelstundentakt einführen, können Sie sich ja vorstellen, den Viertelstundentakt müssen wir dann auch im Weißenfels und in Zeitz einführen. Wir müssen hier die Brille des gesamten Landkreises aufsetzen, und nicht nur die der Stadt Naumburg, genau wie auch eben das Naumburger Tageblatt ja, nicht nur für die Stadt Naumburg, sondern auch für einen großen Teil des Burgenlandkreises diese Brille aufhat. Vielen Dank für diesen Hinweis. Ich kann am Anfang, dass Sie gut ist. Auch eine Frage, gibt es eine Mindestprozentzahl an Anteilen, die der Burgenlandkreis dann gerne haben wollen würde?
Also Stadt Naumburg sagt nun 10%. Also wir waren uns schon einig über die Aufteilung. Der Gesellschaftsvertrag steht ja schon. Der einzige Punkt, der jetzt noch offen ist, ist die Frage, wie finanzieren wir den Kauf der privaten Gesellschafteranteile? Und da sind wir uns jetzt einig über die Anteile, ich glaube, von, was waren das, 64,9% Burgenlandkreis, 10% Stadt Naumburg. 64,9% Burgenlandkreis. Okay, 64,9% und 25,1% der private Gesellschaft. Ja. Zahlen nehme ich an, wollen Sie nicht nehmen. Welche Zahlen? Naja, was diese 64,9% zum Beispiel wert wären. Ich habe doch vorhin schon Zahlen erwähnt. Also welche Erwartungen da? Ich habe ja gesagt, ein hoher sechsstelliger Betrag bis zu 1,1 Millionen Euro. Da meinte Herr Plehn, das wäre jetzt eigentlich aber überhaupt noch in Stein gemeißelt. Man wäre da gar nicht, eigentlich noch gar nicht so weit, also eine konkrete Zahl. Man sei so ein bisschen gezwungen worden, was zu nennen. Dann hat man da diese Firma beauftragt, die da dieses Gutachten abgegeben hat, und man würde auch gar nicht auf diesen Wert bestehen. Es hätte aber auch gar nicht so etwas wie eine Verhandlung bisher gegeben. Gäbe es denn einen Betrag, wo Sie sagen, wenn jetzt diese 1,1 Millionen deutlich zu hoch sind, so steht es ja auch in der Pressemitteilung, wo man sagt, ich könnte mir vorstellen, dass der Kreistag aber bereit wäre, in etwa bis zu der Höhe da Gesellschaftsanteile zu kaufen? Der Kreistag sieht natürlich diese Zahlen und sieht ja, dass die Gesellschaft nicht aus der Infrastruktur besteht, die der Stadt Naumburg gehört. Aus meiner Sicht ist es so, dass ich nachvollziehen kann, dass diese Gesellschaft Vermögenswerte hat, die auch einen Wert haben. Da kann man nicht sagen, das ist Schrott, wir fahren ja nicht mit Schrott, sondern mit historischen Straßenbahnwagen, die eine Bedeutung haben. Wenn man aber sozusagen diesen Wert dessen, was die Gesellschaft hat, also im Wesentlichen ja die vier Fahrzeuge, vergleicht sozusagen mit dem, was der Landkreis in den nächsten 10 Jahren an Defizitausgleich aufbringen muss, ist ja das, was wir an Verlusten jedes Jahr oder über diesen Zeitraum ersetzen müssen, viel mehr als das, was sozusagen die Gesellschaft da einbringen könnte. Das wird schon im Kreistag betrachtet und im Ergebnis gehe ich davon aus, dass man jetzt in der Höhe des Stammkapitals bereit ist zu sprechen, aber darüber hinaus nicht. Und da bräuchten wir dann eben jetzt die Unterstützung eines weißen Ritters, der uns über diese Klippe noch hinweg hilft, weil aus Sicht des Kreistages eben die Haushaltsmittel des Kreistages, die über die Kreisumlage gezogen werden, nicht in die Tasche von privaten Gesellschaften fließen sollen, sondern in den öffentlichen Personennahverkehr, unmittelbar, und nicht in die Tasche der privaten Gesellschaften. Ich kann das nachvollziehen. Es klingt, ich referiere doch jetzt erstmal nur das, was der Kreis sagt. Man könnte, wenn man nicht so im Thema steckt, vermuten, oder will jetzt jemand Privates ja plötzlich 1,1 Millionen, das sind Menschen, die 30 Jahre lang kaum einen Euro damit verdient haben, bei Wind und Wetter und Schnee dort gearbeitet haben, ihr persönliches Kapital da reingesteckt haben, die keine Altersvorsorge haben, die sich nicht groß selber ausgezahlt haben. Und jetzt klingt es so, als ob die jetzt plötzlich 1,1 Millionen für sich haben wollen. Weiß ich nicht, ob das dann noch allen Kreisräten so bewusst ist, dass das vielleicht nicht der Fall ist. Welcher Betrag es jetzt am Ende ist, wissen wir noch nicht. Aber wir haben uns über solche Summen unterhalten. Da können Sie ja nicht sagen, klingt es so, als ob Sie das nicht haben wollen. Das werden wir ja noch sehen, was am Ende rauskommt. Und wenn uns vielleicht das Land hilft und da vielleicht auch eine vermittelnde Position einnimmt, wo man da landet. Aber am Ende ja, geht es um das Geld, was die privaten Personen haben möchten. Klar. Und das ist natürlich schwerer, den Kreistag zu vermitteln, als Geld für den Verlustausgleich, das in den öffentlichen Personennahverkehrs fließt, aufzubringen, als das, was dann eben in eine
private Tasche. Aus Sicht des Privaten kann ich das ja verstehen. Wir haben das ja beschrieben, aber ist es jetzt Aufgabe des Burgenlandkreises sozusagen, um die Geldbrille des Kreislaufs wieder aufzusetzen, das, was jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Leistung erbracht wurde, nachträglich alles zu honorieren? Oder findet man da eine andere Lösung? Also bisher war es ja zum Beispiel auch so, dass eben die besonderen Umstände, die eben ein solches Straßenbahnunternehmen mit diesen historischen Wagen und so weiter vielleicht auch hat, das Land eben auch besonders honoriert hat. Und nun geben Sie uns doch mal die Möglichkeit, da jetzt einen Dritten mit ins Boot zu holen. Vielleicht können wir damit den Knoten durchschlagen und wir müssen doch noch gar nicht über die Abwicklung der Straßenbahn oder so reden. Das ist doch gar nicht unser Ziel, sondern das Ziel ist, ich brauche eine Mehrheit im Kreistag. Die kriege ich jetzt für diese Konstellation nicht. Und deshalb braucht man Hilfe von außen. Dass die nicht gesucht wurde, bevor wir uns heute hier getroffen haben. Wie kommen Sie auf die Idee? Na, wenn Sie sagen, wir sollen Ihnen jetzt die Zeit geben und mit dem Land, könnte man ja die Frage stellen, bevor es jetzt zu diesem Eklat, wenn man es so nennen könnte, gestern mit diesen zwei Pressemitteilungen, die ja auch bitte für Unmut gesorgt haben, was war denn bisher die Position des Landes, da den Weißen Ritter zu spielen? Gut. Also, sagen wir mal so, wir haben jetzt nicht als erstes eine Pressemitteilung rausgeschickt. Ja? Aber Sie haben als erstes eingeladen, bevor die Pressemitteilung zu einem Gespräch. Ja, das ist ja möglich. Mhm. Zu einem Gespräch. Aber, Moment, jetzt muss ich nochmal den Faden finden. Was war jetzt? Was hat das Land bisher zur Weißen Ritter? Warum haben Sie das Land nicht bisher schon einbezogen? Oder warum sagen Sie jetzt, Sie sollen warten? Da steckt doch jetzt indirekt der Vorwurf drin, wir hätten gerne erst dann informiert werden wollen, wenn alles unter Dach und Fach ist. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch immer die Vorwürfe, die Öffentlichkeit muss informiert werden, alles findet hinter geschlossenen Türen statt. Das kann doch nicht sein, dass wir erst am Ende dieses... Wir haben jetzt einen Zwischenstand. Der Zwischenstand ist so, dass wir es öffentlich sagen müssen, die Verhandlungen sind vorläufig gescheitert, aber nicht endgültig. Und jetzt, das ist öffentlich gemacht und dagegen ist doch nichts einzuwenden. Und man muss doch nicht, Sie wollen doch nicht, dass immer nur Erfolgsmeldungen nach außen posaunt werden. Wir sind jetzt in einer schwierigen Phase, die lässt sich vielleicht noch überwinden und da brauchen wir jetzt Hilfe und darüber reden wir eben öffentlich. Das ist doch nichts Schlechtes. Okay. Transparenz. Gibt es einen Zeitpunkt, bis zu dem spätestens dann eine Klärung herbeigeführt sein soll? Also ich kenne die Aussagen der GmbH und in der Pressemitteilung stand es ja meines Wissens nach auch so drin, dass das Jahr 2024 letztendlich gesichert ist. Ich habe ja ausgeführt, wir haben zusätzliche 25.000 schon für dieses Jahr vorgesehen und meines Wissens nach, glaube ich, teilweise auch schon ausgezahlt, also bis Ende Dezember 2024 müsste der Betrieb der Naumburger Straßenbahn nach den Aussagen, die ich also von Herrn Plehn, Herrn Messerli habe, gesichert sein. Vielen Dank. Ich denke, es stehen noch ein paar Interviews an, aber vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.